Klein soll es sein, leicht soll es sein, kompakt soll es sein und genug Power soll es haben, um eine kleine Mahlzeit und einen Kaffee oder einen Tee warm zu machen. Und wenn du wissen willst, ob das genau das ist, was du suchst, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Bushcraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler. Ja, klein soll es sein, kompakt soll es sein und genug Power muss es haben, um deine Nahrung, dein Kaffee, was auch immer, warm zu machen. Vielleicht hast du ja schon so ein Kochset. Ansonsten zeige ich dir gerne mal mein Kochset, was ich immer dabei habe für Tagestouren, für kleine Wanderung, fürs kleine Gepäck, was nicht so schwer ist, was aber alles dabei hat, was du brauchst, um dir eine kleine Mahlzeit, einen Kaffee oder sonstiges einfach mal kurz warm zu machen. Das Ganze, und ihr seht es, es ist nicht besonders groß und ich habe jetzt keine großen Hände. Es ist eingepackt in so einem Sack und das ist Meshgewebe. Das kann auch mal feucht werden, das ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt packe ich das Ganze mal aus und zeige euch mal, wie mein Kochgeschirr für Kurztouren aussieht. So, es besteht einmal aus einem Becher, ein Brenner und die dazugehörige Gaskartusche. Ich fange jetzt einfach mal beim Becher an. Es handelt sich hier um einen Titaniumbecher von der Firma Lixada. Titanium 650 Milliliter. Ja, 650 Milliliter, wenn ihr das Denkplan eben voll macht, dann habt ihr 650 Milliliter. Ja, dann braucht es aber auch nicht warm machen, weil dann kocht es euch über. Also reelle Füllmenge ist 500 Milliliter und ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Man kann es hier erkennen, es ist eingestanzt. Es ist auch innen nochmal angezeigt. Also 500 Milliliter habt ihr ungefähr bis hierher. Und ja, dann könnt ihr auch sauber was kochen, ohne dass es euch dann auch übersprudelt oder überläuft. Wie gesagt, es ist ein Titaniumbecher. Er ist, ja, der wiegt fast gar nichts. Also das sind Grammbereich. Er ist stabil. Er kann auch ganz normal ins Lagerfeuer gestellt werden. Ihr seht, er hat schon ein bisschen was mitgemacht. Ich habe ihn jetzt allerdings nur verwendet für einen Gaskocher, also wirklich für eine Tagestour, um mal einen Kaffee warm zu machen oder mal so eine Fertigsuppe oder mal ein paar Nudeln abzukochen. Dafür reicht der Becher allemal aus. Er hat hier einen sauberen Griff, man kann ihn halten, verbrennt sich nicht die Griffel. Dazu gehört einmal ein Deckel. Der Deckel, und das finde ich ganz praktisch, wenn man jetzt mal beispielsweise ein paar Nudeln abkocht, dann hat man hier die Möglichkeit, das Wasser abzugießen. Er hat hier einmal drei Löcher. Das heißt, man kann den Deckel auch drauf lassen, wenn man mal Wasser kocht, ohne dass der Deckel gleich davon springt. Er hat hier oben nochmal so ein kleines Dreieck, wie so ein Henkel, um dann den Deckel runterzunehmen, ohne dass man sich die Griffel verbrennt. Ja. Das einmal der Becher von der Firma Lixada. Jetzt müsste ich überlegen, ich weiß jetzt nicht genau, was der Becher gekostet hat, aber ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, dann wisst ihr es genau. So, dazu gehört einmal der Brenner. Und ihr seht schon anhand der Verpackung, der Brenner ist nicht besonders groß. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Der Brenner, und ich packe ihn mal ganz kurz aus. Er ist in so einem kleinen Säckchen verpackt. Und er ist auch nicht wirklich groß. Also ihr seht es hier. Das ist jetzt der Brenner im zusammengeklappten Zustand. Der Brenner ist auch von der Firma Lixada. Er ist Titanium legiert. Eigentlich relativ einfach im Aufbau. Ne? Ihr klappt einfach die Arme hier hoch. Ne? Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man es erkennen kann. So, die rasten dann nacheinander ein. Zack, zack. So, dann habt ihr hier die Stellfläche für die Tasse. Hier habt ihr einen Regler. Der Regler ist auch gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob es die Kamera scharf stellt. Ich hoffe es. Hier habt ihr eine Markierung drauf. Plus, Minus. Kurzer Tipp von mir. Wenn ihr den zusammenklappt oder aufklappt, müsst ihr den Regler ein bisschen drehen, damit ihr das sauber zu- und aufklappen könnt.
Bevor ihr ihn aufschraubt auf die Gaskartusche, solltet ihr ihn wieder zudrehen, das heißt auf Null, weil sonst entweicht schon vorzeitig Gas und das ist jetzt nicht ganz so geschickt. So, hier habt ihr dann eine ganz normale Gaskartusche, die bekommt ihr überall. Ihr müsstet rein theoretisch auch die nächstgrößere Kartusche hier reinbekommen. Vom Platz her müsste das noch reichen, sodass ihr auch den Gaskocher hier noch oben, den Brenner noch oben drauf bekommt. So. Ruckzuck oben drauf geschraubt. So, ich hatte vorhin auch noch ein Feuer. Kleinen Moment, da ist es. So. Ich drehe ihn ganz leicht auf. Zack, da haben wir schon die Flamme. So, er ist stufenlos verstellbar bis ganz nach unten. Oder dann halt Zacko volle Power. Ne? Also ihr seht, der hat schon ordentlich Power, obwohl er so klein ist. Angegeben ist er mit 2700 bis 3000 Watt. Also ihr habt da relativ schnell euer Wasser. Oder Tee oder was auch immer ihr im Becher drin habt, ja, heiß gemacht, warm gemacht. Der steht auch sauber hier drauf. Passt optimal hier drauf. Klar, wenn ihr jetzt einen größeren Topf nehmt, dafür ist der Brenner nicht gemacht. Ne? Der ist auch nicht gemacht, um 2 Liter Wasser, warm zu machen. Das, sollte man wissen. Aber man kann durchaus, ja, sag mal, so einen halben Liter Wasser, Suppe, Kaffee, Tee kann man locker warm machen damit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ruckzuck auch wieder zusammengepackt. Ne? Gut, ist jetzt nicht heiß. Einfach zu abschrauben. Jetzt solle das Ding natürlich jetzt nicht im heißen Zustand in das Plastiksäckchen reinpacken, weil ja, das schmilzt euch sonst mit dem Titaniumbrenner hier zusammen. Ihr könnt den aber auch ohne dieses Täschchen einpacken. Geht auch ruckzuck zum Zusammenklappen. Ne? Das ist das, was ich meinte. Zum Hochklappen müsst ihr es leider ein bisschen aufdrehen. Zack, nach oben klappen. So, reinpacken. Ihr seht, da ist noch ausreichend Platz. Da passt noch ein Feuerstahl rein. Da passt noch ein Feuerzeug rein oder irgendwelche anderen Dinge, die ihr mitnehmen wollt. Da würde es sogar noch diese von Decathlon, den Göffel zusammengeklappt, würde hier auch noch notfalls reinpassen. Also da habt ihr noch Platz drin und für eine Tagestour finde ich das ein optimales Set, was man verwenden kann, um sich mal schnell irgendwo bei einer Pause was warm zu machen. So, ihr verpackt das Ganze einfach wieder. Das ist auch ein bisschen tricky hier. Also ich schmeiße ihn normalerweise immer so rein, den Titaniumbrenner. Aber für euch verpacke ich den jetzt mal. So, sauber hier rein. Deckel drauf. So, eingeklappt. Bang. Zu. Könnt ihr an den Rucksack ranmachen, könnt ihr in eine kleine Tasche reinpacken, in euer Daypack. Oder ihr könnt ihn an Gürtel ranmachen, je nachdem, wie ihr wollt. Wie gesagt, das Ding, also ich tippe jetzt mal, wenn es 100 Gramm hat, dürfte es wahrscheinlich viel sein. Der Brenner ist angegeben mit 25 Gramm. Dann kommt die Dose noch dazu und der Becher, der wiegt fast gar nichts. Also ein optimaler Begleiter für eine Tagestour. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir unten gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr ein ähnliches Set habt, was ihr verwendet, schreibt es mir unten gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Vielleicht kaufe ich mir es und stelle es vor. Ihr wisst ja, Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Ja, ansonsten Daumen hoch, ein Abo wäre super und bleibt mir gesund. Und viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.